Die SBB ist ein modernes, am Puls der Zeit orientiertes Schweizer Dienstleistungsunternehmen. Mit täglich 780'000 Reisenden und 164'000 Tonnen beförderten Gütern ist die SBB der Antrieb der ganzen Nation. Zum komfortablen und sicheren Ablauf trägt jeder von den 28'000 Mitarbeitern persönlich bei. So wie speziell die 16 Mannschaften von der SBB Lösch- und Rettungszüge. Betriebssphäre von der SBB speziell ausgerichtet auf den Zugverkehr. Nach Risikoanalyse sind 15 Standorte in der Schweiz bestimmt worden. Kriterien für die Auswahl sind Ballungsräume mit höherem Verkehrsaufkommen sowie Tunnel, von denen ein grosses Gefahrenpotenzial ausgeht. Jeder Standort ist mit einem Lösch- und Rettungszug, mit einem Pionier und mit einem Pickup-Fahrzeug ausgerüstet. Ein Löschzug besteht aus einem Dieseltriebfahrzeug, aus einem Tanklöschfahrzeug mit einer Füllmenge von 44'000 Liter Wasser und 1'000 Liter Schaumextrakt. Mit einem Gerätewagen, einem Rettungswagen zur Erstversorgung für Verletzte und als Beförderungsmöglichkeit für bis zu 100 Reisende. Einige Standorte verfügen über einen sogenannten HIVA. Mit deren Ausrüstung ist es möglich, entgleiste Fahrzeuge wieder aufzugleisen. Da sich die Mannschaft tagsüber in der direkten Nähe vom Rettungszug aufhaltet und die Nacht im Umkreis von 15 Minuten pikettiert ist, ist die Sicherheit rund um die Uhr gewährleistet. Zum Aufgabenbereich vom Lösch- und Rettungszug gehören Wartungs- und Rangierarbeiten im Bahnhof Rapperswil, Aufgleisen von Fahrzeugen, Evakuieren von Zügen, Grossbrandbekämpfung auf Bahnanlagen und der näheren Umgebung. Ein normales Einsatzszenario kann wie folgt aussehen. Der Lokführer stellt fest, dass wegen einem Lokdefekt, Schäden am Bahngleis oder der Oberleitung die Weiterfahrt unmöglich machen. Er meldet das sofort der Betriebsleitzentrale. Das ist der Knotenpunkt, wo sämtliche Zugfahrten koordiniert werden. Von dort aus kann sofort der Rettungszug alarmiert werden. Ist ein Einsatz vom Lösch- und Rettungszug notwendig, wird die ganze Mannschaft via Pager informiert und der Einsatz fängt an. Ja, dann sind wir bereit zur Bremsprobe. Bremse anlegen. Leo Lokführer, Bremse lösen. Nach der Prüfung der Bremsanlage ist der Zug abfahrbereit. Das Treffen vom Lösch- und Rettungszug informiert die Einsatzleiter, die Reisenden. Wir machen eine Evakuation, bleibt sie ruhig zu bleiben. Orientiert seine Mannschaft und koordiniert den Einsatz. Wir evakuieren, nehmen den Evakuationsstab führen.
Sind die Reisenden evakuiert worden, werden zu Ort und Stelle erst versorgt und zum nächsten Bahnhof gebracht. Die SBB ist bemüht, auch in solchen Fällen eine Weiterreise mit z.B. Bus oder in Ausnahmefällen auch mit einem Taxi zu gewährleisten.